Ja, bitte, da war mein WLAN-Modem ganz kurz weg. Ich mache weiter an meinem Projekt Megalager. Ich kann mir nichts bauen. Was ist los? Du bist da, dann hörst du. Du hörst mich, oder? Ja, klar. Ich kann. Hallo? Ach, Digga, ich lege ich hier aber insane. Huh. Wegen Lagos wieder mal. Also, wir sind jetzt verbunden. Also, Öl produzieren wir jetzt quasi damit, ne? Ja, wie noch viel? 300 plus. 300 nochmal. Exakt 300. Ja, exakt 300. Mann, ich kann schon wieder nichts bauen. Das ist, oh, jetzt geht's wieder. Okay, mein WLAN ist halt insane kacke gerade hier. Sehr gut, ne? Okay, der Müllweg hier oben steht wieder. Müllweg heißt, der Stuff, der verschrottet werden muss. Jetzt sind wir so geschreddert. Wird ja nicht verschrottet, wird geschreddert bei uns. Wir verschrotten nichts, ne? Wir schreddern nur. Ja, natürlich. So, und das Ganze geht jetzt von dem Förderbandkollegen da oben nach hier mit 1-2 zurück natürlich. Hier kommt irgendwie keine Rohrlein, aber da vorne schon. Es dauert noch ein bisschen. Oder mal eine Pumpe zwischen vielleicht. Oder das braucht ein bisschen, bis es erstmal fließt. Nein, das ist so. Ja. So, also Quick Megalager macht Progress. Prinzipiell, wir haben jetzt das Verschrottungssystem, das aber soweit funktionieren sollte. Was kostet denn? Ich glaube, ich mache einfach einen zweiten Schredder hier oben hin. Das, ich meine. Es gibt auch ein Ventil, ne? Ja, habe ich gesehen. Sehr, sehr sick. So, der Schredder ist auch angeschlossen. Jetzt braucht er noch ein bisschen Strom, glaube ich. Brauche ich noch ein bisschen Turbodraht für. Wir sehen jetzt einen Schrott, den ich im Moment habe. Den werde ich gleich auch direkt einmal hier, wenn das alles fertig ist, nutzen und direkt schon mal einsortieren. Konrad, willst du denn dabei sein, wenn das einsortiert wird? Nee, eigentlich, ja, muss nicht sein, aber ja, klar, wenn du willst. Ja. Weil, das wird dann, kann ich rekurrieren. Das ist ja alle zwei Funktionen erstmal, ja. Aber das ganze Ding, das ich baue, das ist natürlich, ach, ich brauche nochmal ein Draht. Das ist natürlich, dass wir das einmal das einsortieren, ein bisschen performance-unlastiger geht und dass es einfach geiler aussieht und dass wir mehr Speicherplatz haben an Lagerkapazitäten. Aber vor allem, war ja noch ein Grund dafür, dass das ganze Bau hier, dass wir dadurch ein Lagersystem haben. Also wir schmeißen quasi das Stuff einfach hier in die Container rein. Und je nachdem, welchen Container wir das schmeißen, wird es dann entweder automatisch geschreddert oder halt nicht. Jetzt muss ich im Prinzip hier noch, also hier ist jetzt der Input dafür. Jetzt muss ich aber quasi hier erstmal noch an, nicht mit der 6, ich mach die andere 6 dafür. Hier. Jetzt muss ich hier nämlich erstmal den Weg wieder zurückführen. So. Ich sag mal so, besser mehr Pumpen, weil besser so viele Pumpen als zu wenige Pumpen. Fertig. Nee, nicht unbedingt. Nutzpumpen wirklich nur da, wo es nötig ist. Das kostet alles Strom. Ja, klar, aber jetzt, falls jetzt. Ja, klar. Die kostet so eine Pumpe. Nur da, wo es nötig ist, bitte. Ja. Da, hier ist das. Kein... Wir sind Fixe. Wir verschwenden nichts. Ist der Slogan. Mhm. Ja, das ist der Slogan. Digga, du wolltest die Hälfte unserer Erträge schreddern, okay? Ey, aber ich mach's nicht. Ich mach's nicht. Weil du wolltest. Ja. Ich wollte es nicht, ich wusste nicht, dass es anders ging. Aber es geht anders. Ja, ich hätte es in Kauf genommen. Ich auch. Wir sind Fixe, wir verschwenden nichts. Ja, wir schreien die Hälfte aller unserer Ressourcen, die wir produzieren. Oh, das ist dumm, merke ich gerade. Ich muss ja. Das muss ja eigentlich der Input für alles sein hier. Die beiden. Oh Gott! Das macht's schwieriger. Ich habe die Lösung gefunden. Das ist relativ schwierig. So, das heißt, der Kreislauf muss hier beginnen und hier enden. Das macht das Ganze nicht einfacher. Aber jetzt weiß ich zumindest, was ich machen muss.
Heißt nämlich, hier ist der Input für alles. Und das heißt, hier ist der Input von der Hauptstraße. Hier. Genau hier. So, und hier ist der Input von dem manuellen Ding. Und lass mich jetzt einmal von hier aus rübergezogen werden. Ach du Heilige, was mache ich hier? Was mache ich hier? Holy shit. Das geht dann einmal hier rein. Geht hier rein, wird hier einsortiert. Und wenn das alles nicht einsortiert werden kann, dann geht es den Weg wieder zurück. Und das hier geht dann da wieder zurück, um dann einmal hier einsortiert zu werden. Das heißt, das hier, das, okay, ich hab's, ich bin schlau. So, das heißt, das, wenn es dann nicht einsortiert werden kann, geht das einmal hier durch. Und wenn das hier auch nicht einsortiert werden kann, geht es über das Band wieder zurück. Und über das Band wird das dann hier einsortiert. Genau, hier. So. Wirkt unübersichtlich. Aber wenn man sich genau anguckt, merkt man, oh scheiße ist das eigentlich. Oh, wie geil. Richtig damn geil. So, und hier ist der Input für alles. Input, Output, für den es nicht geht. Hier, das Geschirr dahin. Im Prinzip, Konrad, bist du noch da? Ja. Im Prinzip bin ich fertig. Nice. Ich muss tatsächlich an die Hauptstraße anschließen. Aber willst du beim ultimativen Test dabei sein? Ich gehe der Hypertube nach unten. Komm zu mir bitte. So schnell wie. Ja, ich bin mit der Hypertube unterwegs. Ich bin gerade angefangen. Und dann schmeiße ich mein ganzes Inventar, was ich habe, nämlich alles, was ich zum Bauen benutzt habe, einmal da rein. Und dann gucken wir, ob alles durch einsortiert werden würde. Sondern wenn nicht, dann reiße ich ganz klar da ab und baue das alte wieder auf. Ah, ich sehe dich. Komm her. Du läufst gerade lang. Okay, ich glaube, du lagst wieder bei mir, weil du fällst nämlich jetzt von der Plattform. Ja. Stell dich mal hier in die Mitte, bitte. Ah, moin, jetzt bist du bei mir. Guck mal, also folgendes. Das ist das Lager, das siehst du. Hier links wirfst du Sachen rein, die einsortiert werden sollen. Siehst du mich? So. Also in den ganz linken nur. Hier, nimm die beiden Sachen, die einsortiert werden sollen. Ja. Hier wirfst du Sachen rein, die geschreddert werden sollen, bei den beiden. Ja. Und hier kommen Sachen raus, die nicht einsortiert werden können und nicht geschreddert werden sollen. Aber das ist hier nur ein Output. Also Input ist links einsortieren, rechts schreddern. Ja? Ja. So, ja. Und jetzt der Test. Ich schmeiß mein ganzes Inventar hier rein. 3, 2, 1, bam. Okay. Also ich nehme mal das halbe Inventar wieder raus. Ein bisschen randomig. Und schmeiße ich mal den zweiten Container rein. Mal gucken, wie das dann läuft. So. Und du siehst, wir haben verschiedene Items auf dem gleichen Förderband. Und es ist alles hier richtig schön. Nein, guck mal. Was denn? Guck mal hier, die gehen hier weiter. Okay. Dann machen wir es anders. Pass auf. Dann brauchen wir die mittleren beiden Lagercontainer nämlich nicht. Ah, warte, muss ich in der Mitte einstellen, dass die Items vielleicht nicht da drauf dürfen? Ja. Ah, wähl mal bitte in der Mitte überall alles Unbestimmte aus. Guck mal, hier wird's auch. Nee, warte, es wird hier auch eingelagert. Wo? Nee, doch nicht. Wähl mal bitte bei jedem Teil hier, bei jedem Intelligenzsplitter alles Unbestimmte in der Mitte. Mittlerer Ausgang, alles Unbestimmte. Weil jetzt werden hier ganzen KI-Begrenzer geschreddert. Ah, nee, jetzt nicht mehr. Nein, die werden nicht geschreddert. Die werden nicht geschreddert. Geschreddert werden. Ah, jetzt funktioniert es aber. Geschreddert werden Sachen nur. Hast du bei dir auf der Seite alles eingestellt? Auf der anderen Seite? Nein, ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Okay, mach ich das. Okay, gut. Geschreddert werden die Sachen gar nicht, sondern die kommen jetzt alle in den mittleren Container an. Yes. Geschreddert werden die nur, wenn die Sachen einsortiert werden können, aber das einsortierte Teil voll ist. Okay, nice, dann ist gut. Das war nämlich die Idee. Doch.
Die werden sofort hier wieder geschreddert. Okay, ich guck's mir gleich an, ich guck's mir gleich an. Scheiße auf KI-Begrenzer, weg damit. Wie alles wird geschreddert. Wie alles wird geschreddert. Nichts geschreddert, hä? Ist doch, der wird alles geschreddert. Okay, ich guck mir das an. Ja, ich glaube, ich habe zwei Laufbänder falsch verbunden. Zwei Laufbänder, Förderbänder. Okay, noch werden neue Sachen aus Fulham draufgeleitet, also noch können wir uns das schön angucken. Aber geschreddert werden sollte eigentlich nichts. Na, guck mal. Ich sehe es. Es wird denn hier alles geschreddert? Rotoren, warum werden die Rotoren hier... Okay, ich guck's mir kurz an, aber ich habe eine Vermutung. Und Metallplatten auch. Alles wird geschreddert. Aber warum? Vielleicht priorisiert es ja doch nur das, wo so ein Splitter davor ist. Sollte man nicht so... Warte, ich guck mir das mal ganz kurz an. Ich gehe mal rüber zu den Stahlrohren. Na, selbst wenn, haben wir halt Punkte ohne Ende. wo sind die Stahlrohre denn? Also die kommen jetzt hier rein und dann kommen die hier rein. Aber hier, nee, hier werden... Warte ganz kurz, ich habe eine Theorie. Nein, es funktioniert. Das ist... manchmal kriegt der minimal mehr, als der ausgeben kann. Und in dem Fall ist es dann so, dass da was geschreddert wird. Aber das ist nur ganz selten. Also ich sag mal, 90% wird eingelagert. Verstehst du? Okay, gut. Das ist nur, weil das Ding ist, der liefert das ja nicht exakt. Der liefert zwar, die liefern zwar immer 270 rein und 270 raus, aber nicht exakt synchron. Ja, ja. Und deshalb wird da manchmal ganz, ganz kurz zwei Teile drin, dann wird eins oben und eins unten angeleitet. Aber ist geil, dass es funktioniert, oder? Ja. Guck mal, die ganzen Stahlrohre, wenn es alle schon einseitig. Also alles, was du hast, nur noch hier in die linken beiden lang und dann rein. Ist hier in der Mitte was angekommen? Ja, guck mal, hier in der Mitte sind jetzt die Sachen angekommen, die jetzt nicht einsortiert werden konnten. Ich nehme die noch kurz raus und lager die nochmal neu an. In der Mitte sollten dann so Sachen landen wie Mercer-Sphären oder alles, was wir nicht im Lager drin haben, weißt du? Ja. Weil es geht nämlich, wenn hier was nicht einsortiert werden kann, dann kann das gar nicht geschreddert werden. Das heißt, wir haben eben Schutz vor wertvollen Sachen. Das ist das Schöne. Ja. Elektroschneiden können nicht geschreddert werden, weil das lässt das Fördermann gar nicht zu. Nice. Und? Wie findest du mein System? Ich find's geil. Danke, danke. Es ist super satisfying zu sehen, oder? So, und jetzt schließe ich die Hauptstraße an. Die wir erstmal neu bauen müssen. Nice, tu das.